Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Leos Kitchen. Mit dabei ist heute ein Special Guest, ja. Er ist ein langer Begleiter und auch ganz oft war er in anderen Videos dabei, wo wir gezockt haben oder auch einmal in einem Video, wo wir hier auch Leos Kitchen gedreht haben. Und zwar ein guter Kollege, mit dem ich auch sehr viele Filmprojekte jetzt hier am Laufen habe, mit dem ich jetzt auch The Advisor gedreht habe. Und ihn habe ich mir hierher geholt, um die erste Folge der zweiten Staffel Leos Kitchen zu drehen, nämlich den lieben Alex! Ja, der liebe Alex, wie gerade schon angekündigt, ist hier. Und Alex, was hast du uns denn heute mitgebracht als Rezept? Ich habe heute mitgebracht ein ziemlich einfaches Rezept für jedermann. So ein Rezept, was man halt immer kochen kann, wenn man gerade mal Zeit hat. Dauert nur so 10 Minuten oder so. Ja, perfekt. Ne? Hat was mit Pasta zu tun. Sehr geil. Und ich denke mal, wir machen uns ran und gucken uns mal die Zutaten an. Ja, dann geht's mal los. Ja, das sind die Zutaten. Wir haben hier einmal Knoblauchzehen, 4-5 Stück. Kommt auf die Größe an. Basilikum, eine kleine Chili, da könnt ihr eigentlich getrocknete Chiliflocken nehmen, was auch immer ihr wollt, das ist jetzt aus meinem Garten. Eine Zitrone, Olivenöl und ganz normale Spaghetti. So, wir setzen einen Topf mit Wasser auf, bisschen Salz rein. Machen wir den auch mal an. Wo ist er denn? Hallo? Technik. Ja. Also einfach ein Rad hier zu haben, wo man dran drehen kann. Nein, das muss ja natürlich immer diese scheiß Technik, ey. So, jetzt nehmen wir uns eine Pfanne. Ja, so, die Größe kann auch ein bisschen größer sein. Tun da etwas Olivenöl rein. So ungefähr so viel. Ja, ein bisschen mehr. So. Und jetzt machen wir uns dran, unseren Knoblauch zu schälen. Und zu schneiden, geschält habe ich den schon. Schneiden werden wir den jetzt. So, das ist eine Diaboliki, das ist so eine kleine Chili. Die, die wächst so in unserem Garten. Die ist ziemlich scharf. Und wir werden jetzt auch nur die Kerne nehmen, die hier drin sind. Die Schale ist eigentlich im getrockneten Zustand relativ unwichtig, weil es nicht scharf ist. Und ich denke mal, ja, ich glaube, das reicht eigentlich schon an Chiliflocken. Die hacken wir jetzt ein bisschen klein und die kommen dann später dazu mit ins Öl. Und für alle, die jetzt sagen, das ist viel zu viel Öl, das ist normal bei diesem Rezept. Schließlich ist das ja unsere Soße und Fett ist immer noch ein Geschmacksträger, das heißt, das ist schon in Ordnung so. So. Sieht nicht nach viel aus, aber ich kann euch versichern, die sind echt scharf. So, wenn das Öl heiß ist, dann kommen die hier jetzt rein, die kleinen Knoblauchdinger. Das Chili kommt auch schon dazu. Ist echt schon schön warm, ey. Ja. Bin ich mal gespannt. Das ist schon fast so wie leicht frittieren, oder? Man frittiert es leicht. Wir tun es jetzt auch von der Hitze runter und schalten das einfach aus, weil es war nur ganz leicht irgendwie. Dass das soll nur leicht angeröstet werden, weil jetzt zieht nämlich der Geschmack von dem Knoblauch in das Öl ein. Ja, gebe ich dir mal einen Löffel. Vielen Dank. Kein Problem. So, ja, gucken noch mal. Alter, das ist heftig. Ja, Mann, das riecht schon heftig, den Knoblauch leicht schärf ist auch dabei von den... Ja, so soll es auch sein. Ey, geil. Und das ist so, weißt du, das kannst du dir einfach machen, wenn du gerade nach Hause kommst oder du bist am Daddeln und hast nicht so Zeit, weißt du. Und du hast so viel Olivenöl übrig. Ja, du hast so viel Olivenöl und hast gerade... Ich meine, wer hat gerade kein Olivenöl und kein Knoblauch im Haus? So, das denke jetzt keiner, ne? Ja. Man muss ja jetzt auch nicht unbedingt irgendwie noch fancy hier Petersilie dabei haben oder Zitrone, weil Zitrone hebt dann halt nochmal so ein bisschen Geschmack. Ja. Aber kann man, wenn man will. So, während das jetzt hier anröstet, ja, das Wasser gleich kocht, dann kommen da die Nudeln rein, die Spaghetti. Ja. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder. Ja, geil, machen wir das. So, wir nehmen uns jetzt ein bisschen was von der Petersilie hier ab, so. Kleines Gedöns, drehen das hier so ein bisschen ein, dann können wir es besser schneiden. So, wie so eine kleine Zigarre.
dann wird er ganz fein gehackt. Nehmen wahrscheinlich auch nicht alles, aber so soll das erstmal genug sein. So. So, nachdem wir die Nudeln abgegossen haben, am besten al dente, guck, sieht man hier auch, ist so ein bisschen Wasser noch mit drinne. Das ist wichtig, wenn die Nudeln nachher zu trocken sind mit dem Öl und so, dass man da ein bisschen Wasser hat. Die Nudeln kommen jetzt einfach hier so nass, wie sie sind, hier in das Öl mit rein. So, jetzt kommt die Petersilie da rein und ein bisschen was vom Zitronensaft. Das Ganze wird jetzt hier schön eingedreht. So, nochmal rein. Dann ne? Guten Hunger. Guten Hunger, ey, du weißt, was du meiner Nudeln. Ey. Ich sag dir. Boah, hab ich Hunger, ey. Joa. Ich kenn's ja schon. Das ist echt geil. Ja. Okay, will ich jetzt auch hin. Digga, das ist echt geil. Ja, geht schnell und einfach. Meine Fresse, Alex, ey, da hast du einfach mal was Geiles ausgesucht. Also, für einen guten Hunger? Also für Leute mit Knoblauchfetisch ist es auf jeden Fall. Mit Knoblauchfetisch, da sagst du was, ja. Nee, ist aber echt, echt sehr empfehlenswert, also. Oh, fuck, ey, diese riesige Nudel. Meine lieben Freunde, wir essen jetzt hier noch weiter. Dann war es das mit der heutigen Folge von Leos Kitchen. Sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich bald wieder. Und ja, mal gucken, ob der Alex auch wieder dabei ist. Genau, und dann haut rein, bis dann. Tschüss! Hä? Was macht ihr denn noch hier? Das ist die Endcard. Hier gibt es ein altes Video und hier gibt es ein neues Video. Da unten könnt ihr abonnieren. Tschüss!